Ein Wärmebildgerät von Swarovski Optik, das TM35. Es kann als Beobachtungs- und als Vorsatzgerät benutzt werden. Ob es hält, was die Qualität des Namens verspricht, schauen wir uns jetzt mal an. Hallo und herzlich willkommen bei Living Active. Heute will ich euch von Swarovski Optik das TM35 vorstellen. Wärmebildtechnologie gibt es zwar schon etwas länger, aber jetzt springt auch Swarovski Optik auf den Zug mit auf. Allerdings haben sie sich etwas ganz Eigenes einfallen lassen, zum einen was das Bedienkonzept, zum anderen was das Design angeht. Als allererstes schauen wir uns aber mal an, was im Lieferumfang alles enthalten ist. Also, was ist alles dabei? Zum einen natürlich das TM35. Hier gibt es einen Okularschutzdeckel und einen Objektivschutzdeckel. Weiterhin ist selbstverständlich der passende Akku dabei. Zum Akku gibt es ein externes Ladegerät, das für zwei Akkus ausgelegt ist. Dies ist auch mit einer Ladestandsanzeige versehen. Das heißt, wenn ich den Akku reinstecke, sehe ich an den Dioden, wie voll der Akku ist. Zum Ladegerät gibt es ein passendes USB-Kabel. Dann haben wir noch einen Seitenlichtschutz, noch zwei Trageriemen, einmal für die Tasche, einmal für das Gerät, damit ich es mir um den Hals hängen kann. Und noch die passende Handschlaufe dafür. Das Schöne daran ist, ich kann sie auf der linken und der rechten Seite befestigen, je nachdem, was ich bevorzuge. Zu guter Letzt natürlich noch die Tragetasche. Da hat Swarovski auch mitgedacht, denn ich bekomme das TM35 mit dem aufgesetzten Adapter, um es als Vorsatz zu benutzen, in die Tasche mit rein. Und bevor ich euch das Gerät jetzt erkläre, blende ich euch noch kurz die technischen Details ein. Das TM35 ist für Links- und für Rechtshänder geeignet. Es ist 495 Gramm schwer, der Akku ist mit einem Bajonettverschluss verbaut, lässt sich also auch nachts spielend leicht wechseln. Am Gerät gibt es nur vier Knöpfe, einmal an Ausschalter, einmal die Modustaste, Minus und Plus. Und hier hinten haben wir noch einen Lichtsensor. Der Akku ist angegeben, ohne Swarolight-Funktion hält er knappe 7 Stunden. Mit Swarolight-Funktion wird man wahrscheinlich gut über ein jagdliches Wochenende hinauskommen. An-Ausschalter dient nur zum An-Ausschalten. Dann haben wir die Modustaste. Die Modustaste hat zwei Funktionen. Zum einen kann ich zwischen dem Vorsatzmodus mit einfacher Vergrößerung und dem Beobachtungsmodus mit vierfacher Vergrößerung umschalten. Dazu muss ich die Modustaste länger gedrückt halten. Wenn ich die Modustaste kurz drücke, schalte ich zwischen Black Hot und White Hot um. Dann haben wir noch Minus und Plus. Hiermit verstelle ich eigentlich nur die Helligkeit vom Bildschirm. Wenn ich die Tasten zusammendrücke, kann ich noch die Swarolight-Funktion an- und ausschalten. Was Swarolight genau ist, erzähle ich euch gleich. Hier hinten ist noch ein Lichtsensor verbaut. Das Gerät merkt sich bis zu 3 Helligkeitsstufen oder Speicher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel morgens rausgehe, in der Dämmerung rausgehe, nachts rausgehe, stelle mir dementsprechend mit Plus und Minus die Helligkeit ein, merkt sich das Gerät das. Über den Lichtsensor merkt es, okay, es ist morgens oder okay, es ist nachts. Und springt dann auf die letzte gewählte Stufe zurück. Das heißt, wenn ich es erst morgens benutze, das Ganze hell stehen habe, gehe dann nachts raus, ist es direkt auf der dunklen Stufe bereit. Swarolight-Funktion. Die Swarolight-Funktion entweder kann man an- oder ausschalten. Wenn sie an ist, bedeutet das, sobald ich das Gerät in der Position habe, ist es angeschaltet. Wenn ich es jetzt zum Beispiel um den Hals hängen habe, und es hängt so, schaltet es sich automatisch aus. Wenn ich dann wieder hochhole zum Gucken, bis ich am Auge bin, ist es angeschaltet. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
Genauso, wenn ich es als Vorsatzgerät benutze, auf dem Gewehr drauf hat, wenn ich das Gewehr in die Ecke stelle, schaltet es sich automatisch ab. Oder wenn ich es auf der Brüstung liegen habe, schaltet es sich automatisch ab. Aber sobald ich das Gewehr greife und in Position bringe, ist es schon schussbereit. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Hier hinten haben wir noch, je nachdem, ob Brillenträger oder nicht, etwas zum Ausklappen. Und ein kleiner Ring, den man abdrehen muss, wenn man es als Vorsatzgerät benutzen muss, will. Swarovski gibt jetzt an, dass mit dem TA-35, einem Swarovski-Zielfernrohr und dem TMA-Klemmadapter eine Schussgruppe auf 100 Meter von 4 cm gehalten wird. Das haben wir natürlich getestet, weil im Gerät lässt sich sonst nichts weiter einstellen. Die Treffpunktlage lässt sich nicht einstellen. Also haben wir es mit zum Schießstand gehabt, haben alle verschiedenen Möglichkeiten versucht, haben die Svarolight-Funktion ausgeschaltet, haben das Gerät auch schräg aufgesetzt und wir waren begeistert, aber das Wärmepad hat immer getroffen. Und wir hatten immer gute Schussgruppen, weniger als 4 cm. Um den Klemmadapter zu befestigen, muss man nur hier hinten abschrauben, dann den Klemmadapter aufsetzen. Und das Ganze ist bereit fürs Zielfernrohr. Einfach Zielfernrohr draufstecken und zuklappen. Der Klemmadapter hat noch kleine Schrauben. Hiermit kann man auch die Ausrichtung, wenn man es das erste Mal installiert, ausrichten, damit alles schön passt. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, auch wenn Swarovski angibt, dass mit TMA-Klemmadapter plus Swarovski-Zielfernrohr ein Einschießen quasi nicht nötig ist, ein Probeschuss würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und da ich wissen will, ob das Ganze immer funktioniert, geht's jetzt erstmal ab ins Revier. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt ein anderes Gewehr genommen mit einem Swarovski Z8i, bin noch ins Revier gefahren und mache hier noch einen Probeschuss mit und ohne Gerät, damit ich auch sehe, ob alles passt, weil ich heute Abend noch zur Jagd gehen will. Die Probeschüsse sind gemacht. Wie man sieht, passt das soweit. Also können wir heute Abend beruhigt zur Jagd gehen. Wie ihr gesehen habt, gab es im Revier auch keinerlei Probleme mit dem TM35. Also ziehen wir jetzt ein kleines Fazit und ich sage euch, was mir gut und was mir weniger gut gefallen hat. Und ganz am Ende zeige ich euch auch noch, wie die Jagd ausgegangen ist. Kommen wir zu den positiven Dingen. Hierzu gehört auf jeden Fall die Akkulaufzeit. Ohne Swarolight-Funktion kommt man auf knapp 7 Stunden. Das passt auch so, das habe ich getestet. Und mit Swarolight-Funktion wird man locker über ein Wochenende hinauskommen. Dann, die Akkus sind wirklich spielend leicht zu wechseln. Die Bedienung durch die 4 Knöpfe ist sehr einfach gehalten, was nachts auf jeden Fall Vorteile bringt. Dann, es ist für Links- und für Rechtshänder geeignet. Wenn man sich an die Vorgaben von Swarovski hält, ist ein Einschießen auch praktisch nicht notwendig. Allerdings sollte man immer mal einen Probeschuss machen. Was ich wirklich feiere, ist die Swaro-Light-Funktion.
Wenn die angeschaltet ist, ich benutze das Gerät als Beobachtungsgerät, schaue damit, mache es nach unten, schaltet sich der Bildschirm ab. Ich muss nicht noch extra irgendwelche Tasten drücken, auf Standby drücken oder sonst irgendwas. Der Bildschirm ist dunkel. Das gleiche, wenn ich es am Zielfernrohr schon montiert habe, das Gewehr in die Ecke stelle oder auf die Brüstung lege, schaltet sich das Gerät ab. Sobald ich es in Schussposition habe, ist das Gerät wieder einsatzbereit. Dann, was man heute auf jeden Fall erwähnen muss, ist natürlich, dass der Service in Österreich stattfindet. Was auch noch sehr schön ist, ist, dass das Gerät mit aufgesetztem Adapter in die Tasche reinpasst. Hat man auch nicht so oft, ist aber sehr schön, dass Swarovski daran gedacht hat. Das Gerät liefert auch auf dem Zielfernrohr montiert ein scharfes Bild. Da es keine Aufnahmefunktion des Gerätes selbst gibt, mussten wir durch das Okular filmen, welches nicht die ganze Schärfe zeigen kann. Wir zeigen euch daher den Ausschnitt, dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt, man aber sieht, dass das Bild durch das Abfilmen leicht unscharf ist. Die Aufnahmen entsprechen daher nicht der Realität, da das Bild in Wirklichkeit schärfer und auch detailreicher ist. Wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Deshalb kommen wir jetzt zu den Dingen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Zum einen wäre da die fehlende Dioptrien- bzw. Fokusverstellung. Das Gerät macht zwischen 20 und 100 Metern wirklich scharf, allerdings fehlt einem in manchen Situationen so das letzte Quäntchen Schärfe, was man gern noch einstellen würde. Dann, was besonders mich stört, liebes Swarovski-Team, der Objektivschutzdeckel ist wunderbar klappbar, in alle Richtungen verschiebbar. Warum hat man ihn nicht so konstruiert, dass man ihn einfach nach hinten wegklappen kann? So hat man wieder eine Stelle, an der man irgendwo im Revier dann hängen bleiben kann. Dann wurde ebenfalls der Adapter ja von Swarovski konstruiert. Hier hätte ich mir gewünscht, dass sie direkt einen Bajonettverschluss anbieten. So wäre das Auf- und Absetzen noch einfacher gewesen. Weiterhin hat das Gerät keine Wi-Fi- oder Videofunktion. Und als letzter Punkt müssen wir noch den Preis nennen. Der ist recht sportlich. Man kann es zwar als richtiges Dual-Use-Gerät benutzen, als Beobachtungsgerät oder Vorsatzgerät, allerdings wird es sich zu diesem Preis nicht unbedingt jeder leisten können. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt auch einen ausführlichen Testbericht zum TM35 noch auf unserer Internetseite www.livingactive.de unter den Blogbeiträgen nachlesen. Das war's. Vielen Dank und Weidmanns Heil. Und falls ihr wissen wollt, ob ich bei der Jagd erfolgreich war, bleibt noch etwas dran. Jetzt war gar nichts los, deswegen warte ich jetzt noch auf Sebastian und dann fahren wir noch ans Feld und schauen noch ein wenig nach den Sauen.